Hi, ich war shoppen und habe euch gefragt, ob ihr gerne ein Haul oder ein Lookbook sehen wollt. Und die meisten waren für ein Haul, aber in Verbindung mit einem Lookbook. Ihr wollt immer alles auf einmal haben. Deswegen zeige ich euch jetzt, was ich gekauft habe und blende euch gleichzeitig Szenen ein, wie ich das Ganze denn tragen würde. Seid gewarnt, es sind sehr viele Crop Tops dabei. So auch das allererste, das ich mir gekauft habe. Und zwar war ich bei New Yorker und habe mir dieses Crop Top gekauft. Das hat 4,95 € gekostet und das ist halt so Comic-mäßig. Ich mag das ja gern, Superhelden und so einen Kack auf meinen T-Shirts. Crop Tops sind ja nichts anderes als T-Shirts für Kinder, in die man sich trotzdem reinquetscht, weil die sind einfach super kurz. Also das geht gerade mal bis hier. Da fängt mein Bauch an. Deswegen war ich ja eigentlich so, den Trend, den werde ich auslassen, das ist nicht meins. Will nicht bauchfrei rumlaufen. Weiß nicht. Muss ich nicht jedem meinen Bauch zeigen. Aber ich habe mich auf Instagram von einem ganz bestimmten Bild inspirieren lassen. Ich kann es euch mal in die Infobox verlinken, wenn ihr Lust habt, das anzusehen. Und zwar hat sie da so lange Röcke mit kombiniert und das fand ich voll gut. So in Kombination finde ich es nämlich schön, man sieht nur minimal so einen Bauch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie viel Bauch man sehen darf, wie viel Zentimeter ihr in Ordnung findet oder sollte man gar nicht das sehen, ist das überhaupt nicht euer Ding, euer Trend, würde mich echt mal interessieren. Ich habe mich jetzt mal daran gewagt und mir ein paar Crop Tops gekauft und eben bei diesem Rock ist das Gute, dass man den hinten zuschnüren kann, sodass er ein bisschen enger ist und auch wirklich an der Taille hält. Ich habe nämlich einige Röcke anprobiert und die waren alle eben zu groß, nicht weil ich so mega schlank bin, das will ich damit nicht sagen, aber einfach weil man ja eigentlich eher Röcke zumindest früher oder in den letzten 5 Jahren auf der Hüfte getragen hat und nicht auf der Taille. Jetzt kommt ja dieses ganze High-Waisted. Der Rock ist von H&M und hat 14,95 € gekostet, war aber so eine Aktion, dass man 25% auf den Rabatt, 25% auf den Rabatt bekommen hat. Genau, beim Einkauf auch. Deswegen nur 11,21 €. Ich war eigentlich allgemein in Läden, in die ich nicht unbedingt so oft reingehe, aber ich wollte einfach möglichst günstig einkaufen. War nämlich bei Pimkie. Da habe ich mir den anderen Rock gekauft und zwar für 25,99 €. Ja, okay, so günstig war es jetzt auch nicht. Aber der hat nämlich auch wenigstens gepasst. Ich wollte nämlich einen schwarzen Rock haben, weil der andere ist ja dunkelblau. Vielleicht sollte ich ihn auch zeigen. Das ist der hier. Ihr seht ihn gleich angezogen. Vorher zeige ich euch noch, was ich dazu kombinieren würde. Und zwar habe ich mir noch ein paar Crop Tops gekauft und war bei Tally Whale. Auch ein Laden, in den ich eigentlich nicht so oft gehe. Aber wenn ich was gelernt habe über die Jahrzehnte Shopping, dass man wirklich auch mal in Läden gehen soll, wo man sich denkt, da ist eh nur Kacke drin. Weil es gibt immer überall so ein paar schöne Sachen. Es gibt natürlich auch Sachen, die ich jetzt nicht so schön finde, aber ihr müsst einfach nur ein bisschen gucken. Und ich finde eben diese Crop Tops so schön vom Schnitt her, weil die eben nicht so Ärmel haben und so und ich finde, das macht voll die sportliche Figur irgendwie, ich weiß auch nicht. Für 7,95 € habe ich mir das in gestreift gekauft und das gleiche noch mit Melonen drauf. 3 Tage vorher habe ich noch eine Frau gesehen, die so 2 riesige Melonen auf ihrem T-Shirt hatte und mir noch gedacht hat, wer kauft sich denn ein T-Shirt mit Melonen drauf? Melonen, get it, macht kein Mensch. Jetzt habe ich mir eins gekauft, aber die hatte auch Melonen. Das kann ich nicht ins Video schneiden. Ach, was soll's. Und so würde ich das Ganze eben miteinander kombinieren. Bitte, bitte gebt mir euer Feedback. Dann habe ich mir schon vor etwas längerem, vielleicht 2 Wochen maximal bei H&M, diese schöne Jeansjacke, also Jeans, ja, das ist Jeans, aber in Grau gekauft. Die kann man halt sich einfach drüber werfen. Und wenn es ein bisschen kälter wird, weil so warm ist es noch gar nicht. Die war irgendwie reduziert auf so
12 Euro, würde ich sagen. Ich weiß es leider nicht mehr hundertprozentig. Habe ich bei Pimki eine ganz schöne Schaufensterpuppe gesehen und habe dann die Frau im Laden gefragt, wo kriege ich denn diese Hose, die die Schaufensterpuppe anhatte? Und sie hat freundlicherweise gesagt, das ist keine Hose, das ist ein Jumpsuit. Finden Sie da hinten. Also super nett wurde ich da bedient. Hatte ich eigentlich schon keine Lust, das zu kaufen, aber mir hat es so gefallen. Deswegen habe ich es trotzdem mitgenommen. Es ist ein Jumpsuit, aber es sah halt einfach aus wie eine Hose mit einem Top. Entschuldigung. Ihr seht ja, wie es angezogen aussieht und hat gekostet 29,99. War nicht ganz günstig. Manchmal denkt man, Sachen sind günstig, sind sie aber nicht. Dann habe ich mir noch High-Waisted Shorts gekauft. Shorts. Vor 3 Wochen, als ich das Hangout mit den Gewinnern hatte, habe ich noch zu denen gesagt, welcher Fashion-Trend mir gar nicht gefällt, haben sie mich gefragt. Und ich habe gesagt, High-Waisted ist einfach nicht so meins. So schnell kann sich's ändern. 2 High-Waisted Shorts mir gekauft. Diese Röcke sind ja auch High-Waisted. Ich finde es super geil. Mir gefällt es voll. Habe ich schon mal, glaube ich, erwähnt in dem Video. Vielleicht 400 Mal. Von Zara für 30 Euro, 29,99. Die finde ich toll. Dazu kombinieren kann man wieder ein Crop Top von H&M für 4,95 Euro. Oder diese Bluse von H&M, schwarz-weiß ist irgendwie auch mein Ding, gefällt mir auch sehr gut momentan. Die hat unter 10 Euro gekostet, war auch reduziert. Und dann habe ich bei H&M noch dieses Tiger-Crop-Top, das ist ein bisschen aus dickerem Stoff, ist auch nicht so ganz kurz. Es gibt ja so unterschiedliche Crop-Tops, es gibt so richtig kurze, wie jetzt das zum Beispiel, das geht ja gerade mal bis hier, was ihr nicht sehen könnt. Und das ist schon ein bisschen länger, also es geht so bis zum Bauchnabel ungefähr. Und das kann man halt auch wieder gut kombinieren mit einer High-Waisted Shorts zum Beispiel, die habe ich von Primark. Und man kann sich das eben überlegen, ob man da jetzt eine Strumpfhose drunter ziehen will, wenn es vielleicht noch nicht so warm ist oder wenn eure Beine noch nicht so braun gebrannt sind vielleicht. Und ob man Flipflops oder Sneakers dazu anzieht. Oder auch diese Schuhe. Die habe ich mir nämlich bei Pimki wieder gekauft. Die waren reduziert 50%, haben eigentlich 35 gekostet, die sind noch 17 ungefähr. Und die sind echt cool. Ihr kennt ja vielleicht meine schwarzen Stiefeletten, die ich eigentlich immer anhab, hatte, weil jetzt ist eigentlich zu warm. Aber irgendwie die finde ich richtig geil. Ich finde, die kann man auch noch im Sommer anziehen. Gerade eben jetzt zu diesem Outfit mit Strumpfhose und so. Ich finde die richtig schön. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das Video geworden ist, ob ich euch schöne Clips einblenden konnte. Ich hoffe doch. Sagt mir Bescheid, wie euch das gefallen hat. Sagt mir Bescheid, wie euch die Outfits gefallen haben. Macht mich nicht völlig fertig, das ist halt mein Geschmack und jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber über euer Feedback freue ich mich auf jeden Fall. Und ich wollte noch sagen, dass ich bei DM voll die coole Sonnenbrille gefunden habe. So schaut die aus. Bitchy Resting Face am Start. Ja, ich finde sie eigentlich ganz cool und die hat 4,95 Euro gekostet. Nicht mal 5 Euro, Leute. Bei diesem DM Sundance Stand oder so, da haben die echt coole Sonnenbrillen. Die gibt es auch noch in schwarz. Dann verlinke ich dir hier noch mein letztes Video. Das war die Samantha, die Nikita geschminkt hat. Und darunter verlinke ich dir mein Kommentare-Kommentieren-Video. Ich bin da sehr stolz drauf, weil ich finde es echt, dass es lustig geworden ist. Ich hoffe, ihr findet es auch. Falls du es nicht gesehen hast, solltest du es anschauen. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und dem Video einen Daumen hoch gibst. Lasst mir euer Feedback da und... bis dann. Tschüss.